Hallo Leute, ihr seht, ich habe gerade eben im Anschluss hier sehr viel gebaut. Ich habe die Sachen hochgezogen und habe den Boden gebaut. Und jetzt geht es los. Jetzt bauen wir das nächste Stockwerk. Ich habe mir jetzt übrigens fast 3 Stunden lang pausenlos gelabert. Irgendeinen Scheiß. Und ja, habe hier halt gebaut, habe das halt alles weggezogen. Und hab mir gesagt, es kommen jeden Tag 3 Videos US Bank Tower. Außer an den Tagen, an denen ich dann offscreen weiterbauen werde. Denn ich werde das so machen. Ich werde mit euch jetzt dieses Stockwerk hier noch bauen. Dann werde ich allerdings offscreen weiterbauen bis zum ersten Vordach. Ab dem ersten Vordach nehme ich wieder auf. Denn ab dem ersten Vordach muss ich die Stockwerke nämlich nochmal komplett neu bauen. Weil der US Bank Tower wird nach oben hin immer kleiner im Umfang und deswegen ist das dann so. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Treppenhaus denn hier funktioniert. Das heißt, ich schließe hier erstmal hier die Tür. Da wird die Tür sein. Hau hier mal diesen Balken hoch und dann wird's hier, also es wird hier langsam schon wieder höher. So, warte mal, was brauchen wir denn? Wir brauchen den Kumpel hier. Wir brauchen den Kumpel. Und das war's. Hoppala, was war das denn? Hau ab. So, okay, dann. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die schlechte Tonqualität meiner Stimme selber. Irgendwie spackt das total rum. Keine Ahnung warum. Ich habe einen Freund, der hat gesagt, bei ihm läuft das auf YouTube eigentlich geschmiert, der Ton. Bei mir spackt das, wie gesagt, komplett rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Finde ich irgend so eine Scheiße. Irgend so eine Scheiße. So, ziehen wir hier die Platten. Den Posten, ne? So, hier, schwupp. Jep, schwupp, Digga. Ich werde nochmal ein Hochhaus bauen. Und da werde ich dann alles aufnehmen. Die komplette Bauphase, also wie ich die Lobby baue, wie der Kern komplett gebaut wird, habe ich ja schon mal gemacht bei einem etwas kleineren Hochhaus, aber das hat irgendwie nicht gefruchtet. Ich habe mir noch mal ein komplettes Design überlegt für ein Hochhaus und das werde ich dann mit euch komplett zusammenbauen. Das heißt, ich werde die Fassade mit euch bauen. Ich werde auch noch mal ein Tutorial machen zu der Lobby von diesem Tower hier. Also zu der US Bank Tower Lobby, die kommt auch in Parts hoch, weil anders geht das nicht. Wie gesagt, ich werde ein Tutorial machen. Gott, ich schwaffel zu viel, ne? Ich weiß. Ah, die Treppe schließt hier perfekt an, was ich mega geil finde. Also bei dem US Bank Tower, den ich ja schon mal gebaut habe, habe ich dann so gemacht und habe den Kern komplett irgendwann hochgezogen. Ab der dritten Etage oder so habe ich den Kern komplett hochgezogen mit allem drum und dran, mit der ganzen Technik, den komplett fertig gebaut und habe dann angefangen, die Stockwerke einzeln zu bauen. Das heißt, alter Schwede, ich hab einen Sprachfehler, Leute. Na, sag's, die Stockwerke, endlich. Hier mit den, also von den Stockwerken, die Teile. Die, Häuser, in Anführungsstrichen. Nein, keine Häuser. Meine Stimme ist scheiße, denn, ja, ich bin etwas erkältet noch. Hab jetzt aber Ferien und kann mich hier komplett der Baukunst widmen. Ne? Na gut, nicht ganz. Hausaufgaben und, ne? 6. Klasse. Ist schon anstrengend. Besonders, wenn man noch YouTube daneben macht, ne? Ich bin halt auch nur ein Mensch, ich habe nicht immer Zeit für YouTube, weil ich habe aber irgendwie keine Beschwerde eigentlich, dass keine Videos mehr kommen. Finde ich voll geil, ey. Geile Community. We are Community. Der Kev. Zitat. Naja. So. Schwupp, bupp, bupp, bupp. Haben wir hier doch schon mal den Kern etwas gut hochgezogen. Hopp, 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 ab. So. 4 Minuten. Ich muss auf die jetzt
Zeit achten. Was war das denn? Ich bin mir gerade ein Printout AFK. So. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht doch schon mal gut aus. Gar nicht mal so gut, ne? Nein. Ja, von der Scheiße. So. Alter, das leckt wie Sau. So, jetzt mache ich mal den Alarmknopf erstmal hoch. Jetzt bringe ich den Alarmknopf hoch. So, schwupp, dafür brauchen wir das. Ich brauche Redstone. Ich brauche eine Fackel und einen Knopf. Knopf. Knopf, bop. Nimm, 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 nimm. Ein Knopf. Schwuppdiwupp. Schwupp. Club. Schwuppdiwupp Kartoffelsupp. Ein Kartoffelbrei. Da fliegt's nicht rein. Da fliegt nichts rein. Fliegt nichts rein. Geil. Torben Hinrichs 2016. Ne? Zitat. Torben Hinrichs 2016. Ah, und genau der Scheiß ist eingetreten, den ich mir noch gedacht habe, ey. Ach, Mist, das ist der Kack. Das ist das Problem. Der Knopf hängt jetzt da. Obwohl es eigentlich scheißegal ist. Und zwar aus einem Grund. Und zwar... Obwohl, warte mal, was ist, wenn ich das... Nee, das geht gar nicht. Also, ja, gut, der Knopf muss da sein. Ich krieg's jetzt leider nicht anders hin. Es geht irgendwie. Es geht jetzt nicht anders. Warte mal, was haben wir hier unten? Wir haben hier Tonblöcke. Das heißt, Alter! Und ich sehe gar nichts mehr. Das leckt total. Na gut, ich sehe noch was, aber... Ne. Und damit gibt es halt auch nur... Glasscheibe, Glas, Glasi, 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 Basi. So, ne? Ne! Ach... Ja, genau, ne? Komplett verplant heute. Ja, hier, rot gefärbter Ton. So wie ich jetzt gerade bin, komplett verplant hier, ne? Also total aufgewühlt. Also total bescheuert, auf Deutsch gesagt. Also ich bin ja hier komplett... Ja, okay, er macht schon klick, klick. Das ist gut. So war ich, als ich den Lobby gebaut habe, da war ich komplett ruhig. Da habe ich keinen Mucks von mir gegeben, weil ich komplett konzentriert war auf diese blöde Lobby. Denn die Technik von der Zentrale ist nicht ganz ohne. Also man muss sich auskennen, sonst geht man komplett vom Baum in dem Projekt. In Hochhäusern. Also man sollte sich echt mit Hochhäusern auskennen, wie gesagt, man geht komplett vom Baum. Mit so einem Hochhaus. Man kann komplett vom Baum gehen mit so einem Hochhaus. Also... Ich hatte da schon genug Fälle. Ich habe nämlich mal ein Hochhaus gebaut. Das habe ich fertig gekriegt. Zwar nur die Etagen, aber das hatte eigentlich so gut wie keine Technik. Da war die Zentrale ein kleiner Rotz am Ärmel. Da war die Zentrale, warte mal, da war die Zentrale ungefähr so groß wie dieses graue, wie dieses Stück hier. Bis hierhin war die groß und da war eigentlich nur Fake-Technik drin, weil ich halt noch nicht so erfahren war, wie ich es jetzt bin. Jetzt weiß ich ja, wie man ein richtig geiles Hochhaus baut. Mit richtig viel, mit der ganzen Technik und alles. Und sagen, ohne YouTube wäre ich ja auch nicht weitergekommen. Also die meisten Sachen habe ich echt aus YouTube. YouTube war da mal so die Angelquelle, ne? Die Leitung ziehe ich jetzt gleich auch hoch noch irgendwann mal in 30 Jahren. Warte mal, ach komm, ich hör mal auf mit der Scheiße. Ich rede ja nur Müll. Ich ziehe jetzt erstmal die Leitungen hoch. Die sind jetzt mal ein bisschen mühsamer. Damit wir die Knotenpunkte haben, wo der Strom später reinläuft. Schwupp, schwupp. Gut, hier haben wir den Sensor. Der ist abgeklemmt, glaube ich, ne? Ich sollte den eigentlich nicht aus... Was heißt nicht... Da fackelt eh nichts ab. Das ist komplett feuerfest hier alles. Hier kann überhaupt nichts ab. Außer, na gut, die Decke kann abfackeln. Aber der Boden und das Stockwerk würde so eigentlich noch intakt bleiben.
Wenn man eine TNT nimmt und alles in die Luft sprengt, ne? Torben ist 2016. Ich kann es immer wieder betonen. Es ist gut, dass der Sensor. Oh, 10 Minuten, ne? 12 Minuten mache ich die Parts, dann ist in dem Gelände. Dann gibt es heute nur noch ein Part und dann ist erstmal Schluss. Dann gibt es morgen wieder zwei Parts. Es ist gut, dass der Sensor an der Stelle ist, wo ich ihn jetzt gerade gemacht habe, denn sollten Creeper, das werde ich glauben, würde da hier TNT hinpacken und dann wegsprengen, dann würde das hier das ganze Ding weghauen. Dann wird der Alarm auch sowas von angehen. Schwupp, schwupp. Ich bin auch gerade im Freizeitpark zum Bauen. Der ist nicht ganz von mir. Ich habe etwas von dem lieben Jo Minecraft. Das ist ein ganz guter. Dem habe ich eine Frage gestellt und die hat er heute in seinem Fragen-Special auch beantwortet. Und zwar habe ich, ob er mal ein Tutorial zu einem Ticket-Shop-Automaten machen kann. Denn er baut halt auch gerade einen Freizeitpark. Und ich habe ihm halt so ein bisschen nachgebaut, sagen wir es mal so. Hab mir dann gedacht, nee, nachbauen ist nicht gerade das Hübscheste. Und habe halt angefangen, auf einmal ohne die Videos zu bauen. Ich habe den Eingang komplett dann irgendwie ummodelliert und alles. Mein Ohr knackt. Das ist Erkältung. Man merkt so, ich höre mich ja scheiße an. Oh, Himmel. Ja, Gott nochmal. Der Paternoster funktioniert wirklich hier unten. Das ist die Technik für das Ding. Der Flipflop sieht eigentlich anders aus. Es gibt ein Tutorial zu dem Teil. Aber da gibt es einen Flipflop, der bei mir nicht funktioniert. Der will bei mir einfach nicht. Ich habe nochmal umgebaut. Jetzt funktioniert es bei mir. Man muss unten zwei bestimmte Hebel in eine bestimmte Position bringen und dann geht er los. Man kann. Der Aufzug, der hier unten übrigens ist, der fährt übrigens in die Technik von der Lobby. Also man kommt an dem Stück raus, wo über der Decke von der Lobby kommt man raus. Also über der Eingangshalle. Also an der Eingangshalle hier, die ich hier gerade baue, an dem Stück, kommt man dann oben. 22, 23, 24, 25. So, ich beende den Part. Also, tschüssing.